Hallo, ihr Quirlinge. Weiter geht's mit Jackson Elex 2 und dem Warten auf die nächste Nacht. Die Sonne steht schon im Norden, das heißt, die geht bald unter. Aber noch ist es nicht so weit. Ich möchte die Nacht, die nächste Ingame-Nacht nutzen für eine Klau-Quest in dem Depot der Alps. Und bis es soweit ist, vertreibe ich mir noch ein bisschen die Zeit mit Erkundung. Der Grenzlande zwischen Ignadon und Ateres, keine Ahnung, was das hier alles ist. Da oben geht's los. Auf zum Eispass. Wie so üblich und wie so oft. Und dann mal einen Marker setzen. Da geht's los mit der Erkundung. Ich möchte dann nachts die Elex-Rationen. Hallo, Heilkraut. Dieser Kollektoren einsammeln aus deren Truhen. Und je nachdem, wie gut die Nacht dann funktioniert für derlei Aktivitäten, habe ich auch noch im Vorfeld, da waren noch zwei Truhen, die endlich mal abgearbeitet werden müssen. Das hatten wir ja gesichert. Genau. So, also. Wir folgen mal dem Ufer bis da zu dieser Ruine. Und dann geht's auf den Weg zurück und dann werden wir auch das da hinten einsammeln. Aber im Augenblick ist das Ufer wichtiger und interessanter. Wobei es ja hier diesen Wasserfall gibt. Aber das schreckt mich nicht. Hier. Und noch mal hier. Da ist auch keine Höhle im Berg. Hm? Man würde es ja eigentlich ganz gut sehen, wenn da ein Eingang wäre. Ist ja nicht wie bei Guild Wars oder Guild Wars 2 vielmehr. Wenn du so versteckte Höhleneingänge hast und Durchgänge, dass du die echt nicht siehst, wenn du Pech hast. Oder auch nur mit viel Glück sie siehst. Hat mit Abwesenheit von Pech ja gar nichts zu tun. Du brauchst die Abwesenheit von Pech und die Anwesenheit von Glück. Ein Strandpicknick. Ach so. Wir sollten was braten. Die 41. Danke. Aha, die Ruine ist dieser Jägersitz, dieser Ausguck. Ja, das war lieb gemeint. Na komm, nutz die Leiter. Zigaretten. Beschädigter Eisenschild ist eine Zusammenschweißung von Bratpfannen. Oh, Elix-Hitbeutel gibt es in der Gegend echt viele. Falk, willst du mir die Flasche Wasser vorenthalten? Nein. Ich wollte gerade mit dir Streit und Stunk anfangen. Die Vogelkacke. So, das haben wir.
Gehen wir mal da rüber und dann immer an der Felswand entlang zurück nach Norden. Das dürfte dieses schmale Gebiet ganz gut abdecken. Ah ja, hier ist schon der Tunneleingang. Ja, die Quest könnten wir theoretisch auch machen. Jax hat zwar grundsätzlich nichts gegen die Banditen da drin. Bis auf die Tatsache, dass es halt Banditen sind. Aber die Kleriker haben ihn darum gebeten, das Banditenversteck auszuräuchern. Und die Kleriker sind potenzielle Verbündete gegen die Sky Ends, die Banditen hingegen nicht. Und so ist die Motivationslage dann ziemlich klar. Oh, was ist das hier? Da oben! Von Kraft geträumt oder was? Was ist denn das für... Ach, da hat einer versucht, diese Verseuchten anzuzünden. Ja. Und wollt dann noch daneben stehen und sitzen hier auf diesem Campingstuhl. Das sieht nach einer speziellen Waffe aus. Nee, ist eine beschädigte Harpune. Haben wir noch nie gefunden. Jetzt in Episode 80 plus das allererste Teil. Wow. Eine Riesensauerei hier. Ja, ich denke mal, wir könnten jetzt, nachdem wir, wow, ich sehe nichts mehr, hier die Umgebung gesichert haben, uns dann tatsächlich mit diesem Banditennest beschäftigen. Denn es liegt genau in meiner Fläche. Und wenn wir damit fertig sind, ist es vielleicht dunkel. Andererseits ist es natürlich sinnvoll, hier draußen rumzulaufen, solange es das Tageslicht zulässt. Denn nur weil die Sonne untergeht, ist es ja noch nicht Nacht. Und dann sind die ganzen potenziell zu beklauten Kollektoren ja auch noch nicht in der Haia. Also machen wir draußen, solange es hell ist, weiter. Und wenn es dämmert, dann gehen wir zu den Banditen. Und dann, wenn wir da draußen sind, dann müsste es relativ, ja, relativ tiefe Nacht sein. So. Was ist denn das hier oben? Da geht doch gar kein Weg lang offiziell, oder? Nee. Da oben ist das Schneeland. Da möchte ich jetzt nicht reingehen. Erkundungsmäßig. Oh. Achtung! Oh, eine Begräbnisstätte. Mit einem Stofftier. Ich glaube, das würde Jax liegen lassen. Das lasse ich auch liegen. Scheint sich über ein Kindergrab zu handeln, wenn ein Stofftier drauf liegt. Ja. Heißt, wir haben diesen Streifen jetzt fertig. Wenn wir hier oben in dem Schneebiom unterwegs sind, gucke ich mir das ein bisschen näher an. Hier dieser Felsen. Im Augenblick, denke ich, sollten wir aber noch was anderes machen. Ja, hier so die gedachte Linie, genau.
von Tunneleingang und dann hier so. Ne? Das nehmen wir noch mit. Solange es noch hell ist. Er pickte mich. Schande. Ey, sucht euch einen Truthahn oder einen Truthuhn, je nachdem, was ihr seid und worauf ihr so steht. Und baut euch ein Nest, dann seid ihr nicht so aggressiv, ihr komischen Viecher. So, da sind wir, ziemlich genau. Von hier aus gucke ich mir jetzt ja, den Weg dahin an. Am Ufer zurück und an die Mitte. Und dann dürfte es soweit sein, dass wir nicht mehr so viel sehen hier draußen. Bis zur, gut, bis zur Brücke, das kann ich mir merken. Ach, das ist alles noch viel zu lang. Ich bin viel zu schnell. Was bist du denn da? Da drüben. Du scharrst und frisst. Wohl ein Berserker mit kleinem Elixitbeutel. Ich habe die Amazit-Ader doch fast geahnt. Ich habe schon den Let's Player-Perk Erzadern erspüren. Ja, es wird nicht wirklich dunkler. Hm? Mein Plan geht nicht auf. Ich bin aber auch deutlich schneller als früher. Wegen leistungsfähigerem Jetpack, wegen besserem Let's Player-Auge für die relevanten Dinge, wegen One-Shot-Gegnern. Naja. Diese komische Fläche habe ich jetzt auch weg. Dann gehen wir mal noch hier in dieses Dreieck hinein und dann am Flussufer bis zur Klippe. Gucken wir uns das an. Irgendwann wird es schon dämmern. Das ist diese Wegkreuzung. Ah, das haben wohl hier diese reisenden Händler gemacht. Und ihre Bewacher. Da möchte ich hin. Jetzt wird es dämmerig. Und dann wird es in einem. Und dann wird es auf einen Schlag dunkel.
Und am nächsten Morgen könnte, oder am nächsten Tag vielmehr, könnte dann Falks neue Quest triggern. Das stimmt. Was machst du für einen Krach hinter mir? Da war nix. Was machen wir noch? Ja, die Fläche ist zu groß jetzt. Aber eine andere Chance habe ich nicht. Hm? Dann machen wir sie. Ganz einfach. Ist ja im Wesentlichen der Berg und einmal rundherum. Das kann eigentlich auch noch bei Tageslicht passieren. Wie gesagt, sobald es dunkel ist, geht's ab in die Tunnel der Banditen. Denn dort brauche ich kein Tageslicht. Informative Umgebung. Insektenarme Umgebung, wenn ich einmal durch bin. Ist hier einer? Nee. Oh, das ist Stehlen. Aber hier ist doch keiner. Vielleicht ist ja später mal einer. Pech gehabt. Großer Elixtrank, wow. Großer Elixitbeutel. Beschädigte Großaxt, ein kleiner weißer Stein. Die weißen Steine sehen aber sowas von dunkelgrau bis schwarz aus. Das ist echt komisch. Okay. Das habe ich ausgenommen. Und das war ja schon die Gipfelregion, ne? Genau. Jetzt laufen wir noch einmal rundherum. Na, die lebt noch. Keine Felsasseln killen, das gibt nur Zerstörungsanstieg. Wenn ich mir den schon einfange, dann lieber im Kampf gegen solche Ganoven wie Henk und Otis, die nicht wissen, wo ihr Platz ist. Angesichts eines Level 36 Helden. Den man nur zweimal im Nahkampf treffen muss, dass er down geht, aber das muss man halt erstmal schaffen. Die Alpen sind die einzigen, die noch eine Luftwaffe haben. Hm? Die Kleriker hatten sowas, glaube ich, nie. Und so gerupft, wie die jetzt sind, haben sie es jetzt garantiert nicht mehr. Selbst wenn sie es mal hatten. Erstaunlich, dass die Kleriker diese Art von Technologie niemals irgendwie für notwendig erachtet haben. So Flugdrohnen hätten ja auch gegen die Alps geholfen. Keine Ahnung, was sich Hagen und Co. dabei gedacht haben früher. Aber die Ränge der Krieger sind ja derartig ausgedünnt, dass ich gar nicht weiß, wie weit Hagen vor der ganzen Alpkrieggeschichte überhaupt in verantwortungstragender Position war. Sonne ist... Ah gut, die ist gleich hinter dem Berg. Da wird es gleich dunkel.
So, diesmal noch rundherum laufen, nicht hier nach oben abbiegen. Man sieht auch hier bei den Klerikern keinen, der draußen irgendwas macht. Nur aggressive Truthähne. Bin ich hier noch richtig? Nee. Bin falsch abgebogen. Dahin. Hier ist mein Begrenzungsweg. Genau. Und damit kann ich, denke ich, den Erkundungsteil dieser Episode abschließen. Das ist mir jetzt dunkel genug. Wir haben einiges gesehen, einiges abgeräumt. Lesser-Check hier oben. Okay, wir können abstreichen. Also, dieses ganze Ding, dann diese Fläche hier, hier unten, na gut, geradeaus bis zum Wasser und dann dieses rote große Ding. Rot ist es nicht, aber groß. Als nächstes wäre dann hier diese Fläche mitsamt dieser Fabrikanlage dran. Hier unten, dann das und so weiter und so fort. Aber jetzt möchte ich mein gieriges Auge darauf richten und bei den Banditen nochmal vorbeischauen. Die haben ja gedroht, was der möchte gern Banditenboss. Wenn ich mich in dem Banditenbau nochmal blicken lasse, dann wär's das. Naja, mal gucken. Ich gehe nochmal hin. Ich finde es auch komisch, dass diese Banditen immer so kurzsichtig sind. Auch Banditencamps, gerade Banditencamps, brauchen ja auch eigentlich, sagen wir mal, Waffenstillstandsbeziehungen zu externen. Vielleicht hätte ich ja Spaß daran, die in ihrer Unterkunft auch mit irgendwas zu versorgen, was sie dringend brauchen, weil ich komme ja genug rum. Wenn ich im Gegenzug dafür etwas bekomme, und sei es Unterstützung, gegen die Sky Ends, dann wäre ich dem ja nicht abgeneigt. Aber nein, jeder, der ankommt, wird gleich angegriffen. Weil sie glauben, alles zu haben. Und dann gehst du durch ihr Lager und stellst fest, die hatten ja nicht mal Trinkwasser. Naja. Es war ein ziemliches Ganggewirr hier. Es gab irgendwo dieses große Lager, aber es mag noch hier und da einen Abzweig geben, den wir noch nicht gesehen haben. Zum Beispiel hier hinter dieser Kiste, hinter dieser Barrikade, Holzwand. Da ist was eingestürzt. Na komm. Hallo, Jax? Nee, so ist das gemeint. Dass hier noch Licht brennt, ist auch komisch. Du lernst mich gleich kennen. Willst du das wirklich? Sie wollen es. Genauso und nicht anders.
Töte die Banditen vor der Burg. Mach ich. Durch diese Schüsse sollten sie jetzt alle eigentlich getriggert worden sein. Aber die sitzen auf den banditösen Ohren. Reibschaft nehme ich gern. Ratte zur Not. Was war denn das hier? Eine Banditennachricht. Echt wichtig. Wir sind so klug mit K hinten. Erst haben wir nachts die Klerikeridioten in ihrem Außenposten beklaut und dann haben wir alles in den Tresor in der Nähe vom anderen Ausgang versteckt. So mussten wir nicht alles durch den ganzen Tunnel schleppen. 1, 2, 3, 4. Warum gibt es so viele Idioten auf der Welt? Falk, erklär mir das. Ein goldener Teller. Mann, oh Mann. Also alles in allem lohnt sich das hier. Das war der erste Vorposten. Im eigentlichen Zentrum gibt es ja auch noch einen, mindestens einen Attributstrank, das wissen wir ja. Haben wir damals ja gesehen. Dich mache ich lang. Lang? Aber kurz gefällt mir viel besser. Ich greife an. Wann denn? Vor allen Dingen auch wen? Dich mache ich lang. Geht sogar runter. Drei von zehn. Verfluchte Made. Scheiße. Ich weiß nicht. Hallo, Bass. Lad nach, in Ruhe. Falk hat alles im Griff. Das dauert viel zu lange mit dem Laden. Noch einer da? Oder sind die anderen hinten am Ausgang? Ich hab die mal alle getriggert hier. Da war auch der Boss dabei, der hat ja gar nichts drauf. Das, die, mit dem haben wir nie reden können. Aber sie ließen auch nicht mit sich reden. Hat Bass irgendwas dabei von Bedeutung? Ah ja, Bass Tagebuch. Das lesen wir. Oh. Oh, Bandit Nachricht 2 auch gefunden. Ach nee, das ist die ich gerade gelesen habe. Das hier. Bass Tagebuch. Ein paar Monate ziehen wir jetzt schon ohne Ziel umher. Als wir aus dem Krater aufgebrochen sind, haben noch alle an mich geglaubt. Aber langsam kippt die Stimmung. Habe Veronika gebeten, das Reden zu übernehmen. Sie schafft es spielend, jeden um den Finger zu wickeln. Dank Veronikas Talent wachsen unsere Vorräte wieder an. Sie spielt den Lockvogel und wer uns in die Falle geht, wird ausgenommen. Gestern hat einer den Helden gespielt, hat zwei von uns vorzeitig beerdigt. Langsam muss ich mir wohl Gedanken machen, wo wir vernünftige Rüstungen herbekommen. Die Plünderei zahlt sich aus, haben einem armen Schwein eine Karte von einer alten Tunnelanlage abgenommen. Ich gebe zu, ich habe das erst nicht geblickt, dachte, das Ding taucht nur fürs Scheißhaus. Aber Dusty hat die Zeichnung für mich entziffert. Endlich haben wir ein Ziel. Unser neues Zuhause. Die Tunnelanlage ist perfekt als Lager geeignet. Die Kleriker sind völlig ahnungslos, dass wir direkt vor ihrer Haustür unser Camp aufgeschlagen haben. Besser, es bleibt dabei. Sobald wir unser Rüstungsproblem beseitigt haben, holen wir uns ihr Zeug.
Der hat echt gedacht, dass er mit seiner Napfsülzenbande gegen die Kleriker eine Chance hat. Ey, Kundschafter und so? Eine einzelne funktionierende Klerikerdrohne hätte euch zerrissen. Naja, du meinst, du musst bestraft werden. Und wurde bestraft. So, hier. Trag des Gauners. Sehr gut. Das gibt einen Punkt Gerissenheit. Genau. Das ist ihre Beute hier. Ist auch viel Müll dabei. Ja, bisher gab es keinen Abzweig, den wir noch hätten alternativ laufen können. Ich denke mal, die anderen beiden letzten Gegner sind hier in Richtung Ausgang. Wo es auch einen Tresor geben muss mit der Kombination 1, 2, 3, 4. Hier ist alles verschüttet. Mächtiger Heiltrank. Elixit. Da muss noch, ist noch was weiter unten. Oh. Ich kümmere mich darum. Ach ja? Ich war auf dem Rückwärtsgang, aber nicht weit genug. Schade. So. Nächster Versuch. Kämpfe duldig hin. Ich helfe dir. Ja. Töte Los Banditos vor der Burg. Wo ist jetzt euer Tresor? Ihr habt noch keinen gesehen. Treibstoff, gut. Irgendwer greift mich von außen an. Will den Weg nicht finden. Wo ist der Tresor? Ah, hier. Beim anderen Ausgang, genau. Geht doch. Ja. Ein Elex, 4 Dosenfleisch, 2 Schwarzgebrannter und ein beschädigter Raketenwerfer. Ist das armselig. Echt. Ich tu gleich noch was rein, außer der Mitleid. Ja, da ist die Nacht, auf die ich gewartet habe. So. Und der Knoblauch kommt mit, falls wir von Vampiren überfallen werden. Und damit würde ich ganz gern das eigentlich in der Burg verkünden, wie toll ich bin. Das darf man gar nicht verkünden, ne? Naja, es könnte euch so passen. Lord Hagen. Nicht Lord.
Lord Haken. Wenn ich Haken höre, denke ich immer an Lord Haken aus dem oberen Viertel von Corinis. Keine Ahnung, ob ich mit euch noch reden kann, also mit Haken. Über das, was ich gerade geleistet habe. Das ist ein komisches Licht hier. Bist du Haken? Du bist Haken. Haken, ich habe dir was zu sagen. Der Tunnel ist sicher. Die Banditen sind tot. Alle Achtung, du hast gewaltig Mumm in den Knochen. Für so eine Leistung gebührt dir natürlich eine entsprechende Belohnung. Na dann. Ich werde ihr Beutegut konfiszieren lassen. Es wäre verantwortungslos, das den Ratten zu überlassen. Warum habe ich den Eindruck, dass es dir mehr um die Ware als um die Banditen ging? Du weißt, in welcher Situation wir stecken. Wenn sich eine Gelegenheit bietet, sie zu verbessern, nutze ich sie. Außerdem hätte ich dir den Auftrag nicht schmackhaft gemacht, wenn ich gedacht hätte, du wirst damit nicht fertig. Du hast die Splitter, ich die Ware. Du siehst, es gibt nur Gewinner. Außer die Banditen. Jetzt können wir ihm auch erzählen, was mit seinen Auflehrern passiert ist, weil ja die Mission mit Zarek schon abgeschlossen ist. Ich weiß, was deinen Aufklärern zugestoßen ist. Was? Woher? Raus mit der Sprache. Alle tot. Sie sind den Fremden zum Opfer gefallen. Verflucht nochmal! Sie zu ersetzen wird uns schwerfallen. Da ist es nur ein schwacher Trost, dass sie nicht unehrenhaft gestorben sind. Immerhin kann ich jetzt den Suchtrupp zurückpfeifen. Hier, für dich. Mhm. Okay. Ordonnanz zu mir! Ordonnanz! Fantastisch! Wer ist denn dein Ordonnanz? Ja, da! Falk, geh aus dem Weg! Schnappt ihr ein paar kräftige Leute und dann räumt ihr die alte Tunnelanlage im Norden leer. Nahrung, Werkstoffe, was immer ihr findet. Auftrag verstanden? Jawohl! Dann ausführen. Stapelt das Zeug in der Händlermesse. Die Ordonnanz. Okay. So. Mehr möchte ich jetzt hier bei den Klerikern nicht tun. Stattdessen zieht es mich gen Depot, um zu gucken, ob da schon alle in den Federn liegen. Und zwar genug in den Federn liegen. Also, na gut, Federn haben die nicht. In den sprichwörtlichen Federn. Metaphorischen Federn. Wo müssen wir hier überhaupt klauen? Hier. Ach, du meine Güte. Genauer ging's nicht? Nein. Ja. Aber da ist ja irgendwie so, es sind ja gelbe Punkte angemalt. Warte mal. Vielleicht. Na, schwierig. Ich wechsle mal die Brille. Vielleicht ist es ja jetzt besser, die Lebewesenbrille auf der Nase zu haben, denn Alps kann man damit sehen. Ihre komischen Drohnen freilich nicht. Also da oben ist was. Ist das nicht in dem Versammlungsraum? Ei, 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 ei. Soll ich nicht hier klauen gehen? Hä, das ist Azog. Soll ich das Azog erzählen oder was? Ja, ist auch eine Möglichkeit, das zu machen. Aber als gutes Mitglied der Krallen mache ich das lieber anders. Also ich denke nicht, dass wir hier was haben. Das ist der Versammlungsraum von Azog, der wahrscheinlich niemals zu Bett gehen wird. Hier sind wir schon wieder aus dem Gebiet raus. Nee. Also Azogs Bude
ist wohl kein Zielgebiet. Die Bude hier drüben rechts, da wo Irissa war, da habe ich ja eigentlich fast alles. Hier wird noch was fehlen. Tresore gibt es ja nicht. Es war von Tresorknacken die Rede, definitiv, weil der mich noch gefragt hat, ob ich Tresorknacken überhaupt beherrsche. Ja, das ist alles egal. Und hier oben sind keine offiziellen Wege mehr, bis auf der hier. Oder vielmehr den hier, das war aber Zariks Bude. Genau, das haben wir eigentlich schon alles weg. Ah, Tresor. Hacken. Vier größer 3, kleiner 5, größer 2. Gut. 2 ist größer als 1, kleiner als 8, größer als 7. Oi. 7 größer als 2, kleiner als 9 größer als 6. 6 ist größer als 0. Geht doch. Naja, ist das da? Eine versiegelte Elex-Ration. Genau, die sollen wir doch. Hä? Sollen wir die nehmen? Ja, offensichtlich. Das ist genau unser Ziel. Die versiegelte Elex-Ration. Verstehe. Das sind hier die Zimmer und Räumlichkeiten der Agenten. Gut, hier ist nichts. Das war Zariks Bude. Nein, Skibors Bude. Das daneben an war vielleicht Zariks Bude. Das kann schon sein. Hier wäre noch ein potenzieller Tresor zu vermuten. Tatsächlich. Hacken. 4 ist kleiner als 5, ist größer als 3, ist kleiner als 6. 4 ist kleiner als 6, größer als 2, kleiner als 7. Größer als 1. 4, 6, 0, 7. Ja. Geht doch. Und alles nehmen. Gut. Das da drüben eigentlich. Hier hat sich der Architekt wohl irgendwie geirrt. Also hier oben sind die Unterkünfte gewesen. Der Agenten. Skibor war ein Agent. Das hier ist keine Unterkunft. Das ist ein Arbeitsbereich. Ich denke, was die Agenten angeht, haben wir genug. Er hat gesagt, die Kollektoren, die Agenten und noch irgendwen. Vielleicht kann ich es ja in der Quest besser nachlesen. Der Albrex hat mich darum gebeten, überschüssige Elixationen im Depot zu stehlen. Ich könnte mich darum kümmern oder ihn an die Obrigkeit verraten. Naja, klar, was ich da mache. Hm? Deswegen war auch Azog als Ziel der Quest markiert. Das ist kein Wohnbereich. Aber da liegen welche. Wenn da welche liegen, ist das ein Wohnbereich. Gell? Oder? Das sind alles Bauchschläfer hier im Spiel. Leise.
5, größer als 3, kleiner als 6, größer als 3, größer als 2. Hoi. 6, kleiner als 7, größer als 1, größer als 0. 1, 6, 0, das ist auch falsch. 0, 7, 0 und 1. Geht doch. So. Habt ihr jeder einen Tresor? Nee, das wäre zu einfach. Also, ich sag mal, es müssten die Gebäude sein, in denen jemand schläft. Das ist hier nicht der Fall, da laufen alle rum. Hier rechts, da schläft einer. Den Schlaf des Gerechten und des Bestohlenen. Das ist die Schule. Oder nee, das ist nicht die Schule. So, da ist jemand. Da ist ein Tresor. Wie soll man denn da rankommen, wenn die nicht weggeht? Gibt es da drin einen Tresor? Da hinten liegt einer. Ja, gibt es. Puh. Oh. Hier kann ich hacken. Ist vielleicht ein Quest-Tresor? Was ist das hier? Forschungsprotokoll. Tag 39. Erste Injektion mit neuartigem Elex. Durch die zusätzlichen Elex-Rationen schreitet die Mutation schneller voran. Es sind Veränderungen an der Haut festzustellen. Sie wird dünner und droht zu reißen. Zwischenbricht. Die oberste Hautschicht von Subjekt 54 ist gerissen. Tiefer liegende Hautschichten werden ebenfalls dünner. Erste innere Organe sind zu erkennen und zeichnen sich stark ab. Tag 43. Subjekt wird zunehmend aggressiver. Beruhigungsmittel injiziert. Ergebnis negativ. Zusätzliche Fixierung von Subjekt 54 angeordnet. Zwischenfall beim Fixieren des Subjekts. Bissspuren an den Händen und am rechten Arm. Wundversorgung wurde umgehend eingeleitet. Das ist wohl ein Verseuchter, nehme ich an. Hier ist erstmal nichts weiter. Der da steht hinter einer Wand. Tja, wenn ihr Tresor einer ist, den ich knacken muss, dann gute Nacht, weil sie hat keine gute Nacht. Aber das ist ja eher eine Forschungseinrichtung. Es war von Kollektoren und so Typen die Rede. Allerdings ist das hier nicht mehr im Questbereich. Das hier ja im Grunde genommen auch nicht mehr. Aber hier. Das muss doch ein Jackpot sein. Ihr habt keinen Tresor. Ihr habt keinen tresorigen Tresor. Tja,
Ja, das ist hier die Kneipe offensichtlich. Hier hinten scheint noch irgendeine Szene stattzufinden. Das gucken wir uns aber mal später an. Momentan bin ich ja hier auf Klautour. Jede Menge Truhen, aber kein Tresor. Es war definitiv von einem Tresor die Rede, gell? Ich meine, wir können ja mal in die Truhen reingucken, aber ich glaube nicht, dass es richtig ist. Ah, du bist was Besseres hier, hm? So, hacken. Geht. Vier größer drei, kleiner fünf, größer zwei. Aha. Acht größer zwei, kleiner fünf, größer eins. Null. Geht doch. Okay, gut. Nur mal Interesse halber, es ist jetzt hier. Nee. Da draußen läuft jemand rum, aber der kommt hier nicht rein. Die Truhen sind dankenswerterweise offen. Karax-Truhe. Gästruhe. Lassen wir mal. Ne, hier ist nichts drin. Wir brauchen wirklich noch einen Tresor. Herumzuschleichen. Du solltest besser gehen. Ja, mach ich. Mach ich. Du sollst. Das geht nicht. Das wurde auch Zeit. Oh, kommt die dumme Nachtwache jetzt vor der letzten Truhe reingelaufen? Die Nachtwache ist garantiert unten dran lang gelaufen und das ist ja hier sie gewesen. Und hat hier langlaufend mit ihrem komischen Helm nach vorn starrend mich da oben gesehen. Naja, halte ich für ein Gerücht. Beim Clown hat sie mich nicht erwischt, das ist gut. Tresor. Kann ich nicht ausschließen. Leise. Ich sehe ja kein Tresor, aber ich gehe mal lang. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Das sind vielleicht irgendwelche Arbeitsplätze. Oder hinten ist einfach zu Ende. Schade, schade, schade. Ich habe noch diesen einen Tresor, wo die da halt so rumarbeiten. Sind
deine Muskelverstärker kaputt oder warum läufst du so? Ja, sie sind kaputt. Leih mir deine. So, da waren wir gerade drin. Also das haben wir. Hier ist irgendwie eine Versammlung. Da waren wir. Da unten ist die Kneipe. Das kann es also alles nicht sein. Das heißt, hier in den Gebäuden zur Linken und zur Rechten erwarte ich nichts mehr. Gibt es eigentlich in der Schule... Nee, das ist, was ist denn das hier? Ach, das war dieses Ding. Ja, genau. Hier gibt es einen Tresor. Aber so ein Obergeschoss gibt es hier gar nicht. Obwohl das Gebäude eigentlich hoch genug ist. Da arbeiten die alle noch. Und die hört auch nicht auf. Hey, was machst du hier? Ich wollte gerade wieder gehen. Gut, fass auf dem Weg nach draußen nichts an. Weibliche Intuition, sage ich nur. Hier waren wir drin. Tja, der Letzte. Es ist immer der Letzte, den man nicht findet. Es ist so eine Scheiße. Es kann sein, dass es der Tresor von Cora ist. Kann auch sein, dass man da tagsüber rein muss. Möglich ist das. Na, hier hatten wir ja... nichts gefunden. Kein Tresor zumindest. Ich denke mal, dass ich, was Koras Tresor angeht, wenn das denn der letzte ist, den ich brauche, dass ich da eben tagsüber dran gehen muss. Hier bei denen war ich drin. Und im hinteren Bereich gab es keinen Tresor. Ja. So scheiße es ist, aber so ist es nun mal. Ja, der letzte Tresor, den ich hier im Zielgebiet entdeckt habe, von dem ich weiß, dass es ihn gibt, ist der von Cora. Hier rechts. Und die lässt mich nicht ran an den Tresor. Was willst du noch? Siehst du nicht, dass ich zu tun habe? Schläfst du nicht irgendwann? Und du bist? Schön. So einfach werde ich dich wohl nicht wieder los. Ich heiße Cora, Neuroethologin. Neuro... was? Oh Mann, wie erkläre ich das am besten? Ich erforsche neurologische Strukturen, die zu bestimmtem Verhalten in Mutanten führen können. Ich glaube, das habe ich verstanden. Gut, nochmal hätte ich es dir auch nicht erklärt. Ich habe genug eigene Probleme. Zum Beispiel? Du willst meine Probleme wissen? Azog ist mein verdammtes Problem. Ich brauche Proben. Proben bekomme ich nicht ohne Expedition. Eine Expedition darf ich nicht leiten ohne Expeditionsgenehmigung. Und eine Expeditionsgenehmigung bekomme ich nicht ohne die Zustimmung von Azog. Und die will er mir nicht geben. Ich kann seine Worte immer noch hören. Der anzunehmende Ertrag rechtfertigt nicht das errechnete Risiko. Verdammter Bürokrat. Kann man dir dabei helfen? Vergiss es. Das Arschloch bekommst du nicht überredet. Entschuldige bitte. Ich koche einfach vor Wut, wenn ich darüber nachdenke. Bekommst du kein Elex? Doch, doch. Durch eines meiner Experimente wirkt Elex bei mir nicht mehr so wie früher. Aber das ist eine Geschichte für ein anderes Mal. Wenn ich mich nicht gerade mit irgendwelchen Expeditionsgenehmigungen oder Azog herumschlagen muss.
Als Wissenschaftlerin kannst du mir doch sicher etwas beibringen. Natürlich. Sagt dir eine temporäre oder permanente Verbesserung deiner Körpereigenschaften zu? Immer doch. In dem Fall kann ich dir etwas über die Herstellung der notwendigen Substanzen beibringen. Du bestimmst den Zeitpunkt der Unterweisung. Mhm. Wegen dieser Expedition. Du hast doch erzählt, du brauchst Proben. Von was für Proben reden wir hier? Ich möchte Proben von diesen fremden Kreaturen holen. Aber es ist sowieso egal. Ich komme an keine Proben. Ich bin durch mit dem Thema. Exzellent. Ohne Worte, Cora. Ohne Worte, ohne Worte, ohne Worte. So, jetzt aber schnell. Mach hin! 5 größer 2, kleiner 6 größer 0. Okay. 7 größer 5, kleiner 6 größer 2. Geht doch. Ich bin der Allergeilste, oder? Der Allergeilste mit einem zusätzlichen Pokal. Huhuhu. Ja, Cora, dafür werden wir dir auch helfen. So. Das geben wir jetzt noch ab. Bei Brax, genau. Dann ist das erledigt. Und wir haben hier vielleicht einen Verbündeten. Ich habe die Elex-Ration, die du wolltest. Sehr gut. Du hast mich ausgezeichnet vertreten. Ich muss dir hoffentlich nicht erklären, dass dieses Geschäft unter uns bleibt. Ehrensache. Gerade jetzt, wo wir Alps lernen, das Leben neu zu begreifen, ist unser Zusammenhalt umso wichtiger. Und deswegen ist jetzt auch ein guter Zeitpunkt, dass ich dir helfe. Da mir nicht entgangen ist, dass du den Menschen schon sehr ähnlich geworden bist, wird etwas Elex deinem Organismus sicher guttun. Hier, du hast es dir verdient. Mhm. Okay. Ja. Was? Hey, hast du eine halbe Ration für einen armen E9er? Hier, nimm. Ach, danke dir vielmals. Falls ich es irgendwann mal auf eine höhere Stufe schaffe, werde ich nicht vergessen, dass du mir geholfen hast. Fulminant. Ich entscheide mich jetzt mal als Spieler dafür, ihn jedes Mal, wenn er schnurrt, auch zu versorgen. Ich habe genug Elex. Wie viel Elex habe ich eigentlich? Die letzte Amtshandlung dieser Episode. Wie viel Elex haben wir? Ich habe keine Ahnung. Es müssen hunderte Stück sein. 639, wenn er das wüsste. Gut. Ja, wie gerade schon angekündigt, die Episode ist zu Ende. Ich möchte die Nacht aber noch ganz gerne nutzen, indem ich im Vor noch ein, zwei Truhen zu knacken versuche. Und dann, wenn der nächste Tag angebrochen sein wird, dann gucken wir mal, ob wir hier mit Azog reden können wegen der Expeditionsgenehmigung oder irgend so ein Kram. Also mit anderen Worten mal schauen, welche Quests wir dann am nächsten Ingame-Tag in der nächsten Episode angehen werden. Und welche sein werden, sehen wir im nächsten Teil. Bis dahin.